Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Heute werden wir die ganzen Schnüffelchen fangen und ein paar Nebenquests machen. Also keine neuen Level heute, aber das muss ja auch nicht immer sein. Aber dann zu anderem mag ich diese Quests nicht und die müssen dann auch mal wieder nicht sein, so. Weil ich mag die nicht. Also naja, es geht. Die sind jetzt nicht so schlimm, aber ja, ich mag sie einfach nicht. Okay, du bist einfach... dachte ich. Warte, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt hin? Ah. Okay. Wo ist der? Um unten. Ah, Hilfe. Wo bist du? Der war doch hier. Da ist er. Hat sich dahin versteckt. Zack. Habe ich dich. Okay. Den ersten haben wir. Warte, hier geht's zurück. Warte, bevor wir das machen. Gibt es nicht noch einen anderen? Zack. Okay, Leben brauche ich jetzt nicht. Nee, ich denke mal, hier ist nur der eine in diesem Bereich. Nur aufpassen. Ich spiele mal heute den blauen Yoshi. Ja, den hellblauen. Den ganz, ganz hellblauen. Es gibt nämlich noch einen dunkelblauen, der ist leicht anders. Keine Ahnung, warum es zwei Blau-Varianten gibt und ansonsten alles andere nicht. So. Ich verstehe, was ich meine. Verdammt, ich brauche den Cooper. Oh Gott. Da, hier sind Coopers. Nein, ich brauche ich. Dankeschön. So, schnell. Ja. Zack. Und dann... Oh, der Arme. Falls ich heute ein wenig mich komisch anhöre, dann tut's mir leid. Ja, dann, ja. No explanation. So. Ich bin mit dem lila Lasser. Wir haben ja letztens mit dem... Oh, verdammt. Ich glaube, wir haben letztens auch mit dem gelben Lasser gespielt. Ich denke mal schon. Und deshalb dachte ich mir, ich bin ich jetzt mit dem lila Lasser. Passt auch ein wenig so. Hellblau und lila. Sieht schon ganz nice aus. Für dich. So. Wo ist der letzte? Wie viel Zeit brauche ich? Habe ich eigentlich? 3:30. Oh Mann. Nicht gerade viel. Man hört ihn ja bellen. Muss ich nur darauf achten, dass ich ihn bellen höre. Oh Gott, ich glaube, ich habe ihn verpasst. Kann das sein? Ich glaube, hier kommt gleich das Ende. Oh no. Wo ist der? Ah, hier ist das zum... Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja. So, weg mit euch. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hier ist er nicht. Ich höre ihn, ich höre ihn. Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Nee. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich höre dich doch. Sag im Hintergrund, im Hintergrund. Ich habe dich gesehen. Hey, 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 bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Seht ihn. Wo ist er? Ist doch hier gelandet. Oder nicht? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist einfach so verschwunden. Wow. Ja, wo ist er? Ist er weiter hinten? Ich höre ihn dann wirklich nicht mehr. Kann man hier nicht irgendwie nach unten? Verdammt! Ja. Zeit habe ich nicht mehr geschafft. Oh, er wäre hier gewesen. Okay, dann weiß ich das jetzt das nächste Mal. Und dann werde ich kurz das Ganze schnell machen. Aber diesmal mache ich das anders, weil letztes Mal... Habe ich es nämlich nur so gemacht, dass ich ja zum Beispiel jetzt beim Los-Los-Yoshi, da habe ich das alles rausgeschnitten. Da muss man einfach alles schlagen. Keine Ahnung, was ich da sagen soll, aber ich dachte halt, ja, das brauche ich nicht zeigen. Aber dann, als ich das Video fertig hatte, und ich dachte mir so, ja, ist eh schon viel zu lang, musst du das zeigen. Aber dann dachte ich mir, okay, vielleicht doch zeigen. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, ich nehme das jetzt noch auf und mache ein Speed jetzt dadurch. Keine Ahnung, ihr werdet schon sehen, was ich mache. Thank you.
Eigentlich ziemlich einfach. Eigentlich gar kein Problem. Das Ding war halt einfach nur im ersten Run, dass ich dachte, der wäre halt schon viel weiter bei mir. Also halt viel weiter. Die wären einfach alle viel weiter aneinander so. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber auf jeden Fall machen wir weiter mit dem Piratenpier. Da fangen wir jetzt an, die nächsten drei zu suchen. Warum auch immer die alle auf einmal da sind. Was machen die überhaupt hier alle? Warum sind die überhaupt hier? Ich verstehe das nicht. Warum? Na egal. Ich weiß nur, dass ich vier schöne Sonnenblumen haben will. Und die hole ich mir. Oh Gott. So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Gib her, Dankchen. Ja, reicht auch schon. Ich habe jetzt keine Zeit. Wie viel Zeit? 3 Minuten, damn. Viel ist das nicht. Lasst mich alle mal in Ruhe. Dankeschön. Ich merke auch gerade, ich habe ein wenig Halsschmerzen irgendwie. Also nicht wirklich, aber also. Wie soll ich das sagen? Also ich habe nicht wirklich Halsschmerzen, aber. Man merkt ja, dass meine Stimme irgendwie ein bisschen komisch ist. Tut mir leid. Aber wo bist du? Oh. Das war ja einfach. Sie ist ja quasi zu mir hingelaufen. Haben dich die anderen gemobbt? Ja, jemand war böse zu mir. Ja, ja. Oha. Gibt's erstmal Popoklatsch. Wo sind die? Hä? Da bist du. Ich komm zu dir, Alter. Oh, warte. Ich muss hier so rein. Oder? Oh! Das ist ja cool. Oh, das ist ja richtig cool. Kann sich da nicht verstecken, ja? Ich weiß nicht, der ihn gemobbt hat. Das war der letzte. Ach so. Okay. Dann werden wir mal die letzten suchen. Wo ist er denn? Der Bösewicht. Der euch alle mobbt. Find nie okay. Können wir einfach mobben? Hallo? Geht's noch? Wo ist er denn? Ich schätze mal am Ende. Muss aber genau zuhören. Nicht so viel labern, damit ich sein. Ja. Wo bist du denn? Wo bin ich denn, mein Kleiner? Da bist du. Hessen ja noch einfacher als vorher, finde ich. Naja, einfach ducken. Ich bin nun alle. Lieferung. Bim, bim. Tschu, hab ich dich. Ich war das nicht. Ja, ja, ihr war es alle nicht. Der hat uns gemobbt, der Erste. Ach so? Ja? Mensch, Mensch. Also, der eine sagt, die anderen beiden war's. Der andere sagt, der dritte war's. Und der dritte sagt dann, der erste war's. Wer war's dann? Schnuffel, du darfst entscheiden. Ich weiß es nicht. Ich habe in letzter Folge auch Poochie Puffs gesagt mit dem F, aber die heißt Poochie Puffs. Und im Deutschen hört sich das an wie Poochie Poops, wenn man das so aufschreibt. Das finde ich komisch, aber die heißt Poochie Puffs. Keine Puppies. Pups. Nicht Poops, Puffs. Ja, okay, gut. So, Quests. Ich habe nur eine Bitte. Ich benötige ein Piratenschiff. Ich bin sicher, das findet man auf der Rückseite des Hafens. Einfach mal am Eibe werfen. Okay. Ist hier der Hafen? Nein, ich sehe es nicht. Ist hier das Hafen? Piratenpier, ja, wird so sein. Auf der Rückseite. Ah, ich sehe es schon auf dem Thumbnail, ja. Auf dem Thumbnail dieses Levels, so, ja. Dann nehme ich schon auf. Boah, ich nehme jetzt gerade schon 12 Minuten auf. Für euch ist es wahrscheinlich erst. Lass mich lügen. 7, 8 Minuten. I don't know. Schätze ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Du bist es nicht hier, ne? Doch? Wait, what? Nee, du bist es nicht. Was für eins will er denn? Okay, eins mit keinem Schallgeist drauf. Ich komme hier nicht hoch. So, jetzt. Eins mit keinen Shy Guy Flaggen drauf. Das vielleicht? Das ist es auch nicht. Ich versuch's einfach mal. Ich cut jetzt auch einfach mal gar nicht. Ja, dann könnt ihr mal live miterleben.
Bist du's? Nein, du bist es auch nicht. Ja, aber ich werde die nächste Mal, denke ich, auch wieder rauscutten, das meiste. Ich entscheide mich, ich wechsle immer ab, so rausschneiden, nicht rausschneiden. Keine Ahnung. Ich bin so komisch, ich weiß. Okay, du bist es eh nicht. So, wo ist es denn? Was könnte es nur sein? Bist du es? Du bist es auch nicht. Was ist es denn? Ja. Ah, ist mir egal, Schnuffel. Ich brauche ich nicht. Schnüffelchen, meine ich. Was auch immer. Du bist es auch nicht, ne? Dann kann ich auch nicht abschießen. Ah! Du bist es! Ich hab's! Juhu! Okay. War nicht schwer. Alles klar. Okay. Na dann passt ja alles. So, was willst du noch? Juhu, Piratenschiff gefunden. Nun, dann darf ich wohl das überreichen. Immer wieder das gleiche. Juhu. Ich habe noch was für dich. Ich möchte gerne einen Tintenfisch haben. Es gilt, jeden Winkel zu erkunden, um den Gesellen auf der Rückseite zu entdecken. Einfach mit einem Ei bewerfen. Habe ich den nicht auch gesehen? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Oh, das war nicht hier. Na, dann habe ich nicht gesehen. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Machen es auf jeden Fall erstmal. Dun, 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 dun. Ich glaube, ich cutte jetzt auch. Wir sehen uns gleich. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Seht ihr ihn? Er ist direkt im Vordergrund. Ich suche ihn 10 Stunden lang. Musste mehrmals von vorne machen. Nein, ich will schon gerne beenden. Und ich finde ihn einfach nicht. Jetzt habe ich ihn aus Zufall hier im Vordergrund gesehen. Ich dachte, er wäre im Hintergrund. Ich muss auf beides achten. Vordergrund und Hintergrund. Wann checke ich das endlich? Ja. Gut, hin wie Kunden. Hier, ich schicke die Blume. Das war gerade eine komische Stimme von ihm. Sorry. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige ein Dampfboot. Sowas habe ich auf der Rückseite des Hafens gesehen, aber mehr weiß ich nicht. Einfach mit einem Ei bewerfen. Juhu, noch mehr. Hier? Hier. Okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, okay, das war nicht schwer. Kurz nach dem Checkpoint. Und ja, das war ziemlich kurz. Okay. Hätte ich eigentlich gar nicht cutten müssen, aber wusste ich ja nicht. So, war es das jetzt oder hast du noch mehr? Jo, ein Dampfboot. Dann hier, kriegt eine Blume. Oh, was ist meine Stimme los? Ich muss gleich eine Pause machen, ey. Kannst du noch 5 kleine Streifenfische fangen? Diese Racker tummeln sich gerne auf der Rückseite am Meeresgrund. Insgesamt 5 Stück. Okay, ich weiß schon, wo die sind. Ich brauche da eigentlich gar nicht cutten. Die sind nämlich direkt an dem Tor. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde jetzt auch gar nicht cutten. Weil ich weiß, wo das ist, ja. Nächste Folge wird, by the way, ein Together sein. Ich habe nämlich, das ist so beschlossen, jede 10. Folge, jede 5. Folge, also 5. Folge, 10. Folge, 15. Folge, was auch immer, jede 5. Folge halt Together zu machen, also halt, dass ich mit meinem Bruder das Spiel spiele. Ja, dann seht ihr zumindest auch hin und wieder mal den Together-Modus, da ich mich ja dazu entschlossen habe, das hier als größtenteils Einzelplayer-Let's Play zu machen. Ja, ich denke, das ist ganz okay. So, hier ist es. Richtig? Richtig? Ja, hier. Hier bist du. Ah, hier ist nur einer. Ich dachte, die meinte die ganzen hier. Oh. Na dann sehen wir uns gleich, wenn ich die gefunden habe. 2, 3. Oh, ganz gut versteckt. 4. Oh Gott. Ich hab's. Ich sehe es. Ich habe extra hier nachgeguckt, vielleicht ist hier doch noch einer. Ich bin vorhin nämlich nochmal den ganzen Weg zurückgerannt, das seht ihr auch im Timer, 6 Minuten. Habe ich so gestampft, also ja, wird hier eh nichts sein. Nee, natürlich wird er nicht sein, ist ja nur im Hintergrund was. Oh Gott, egal, ich habe alles im Internet gefunden. Wisst ihr, wie schwer es ist, sowas im Internet nachzusuchen, solche Rätsel, ja? Sowas kann man im Internet einfach gar nicht nachgucken. Ja, ich hoffe, ich kann mit meinem Let's Play trotzdem irgendwie helfen, dass Leute dann da hier nachgucken, was ich
Juhu, ich hatte ja nicht alle wieder beisammen. Juhu, danke schön. Hier, kriegst du Blume. Danke. War's das bitte hier? Ja, das war's. Okay, juhu! Alles voll mit Blumen, juhu! Hurra, alle Grinseblumen in Octodox gefunden! Okay. Was jetzt nun heißt, dass wir... Nee, wir gehen nicht weg. Wir gehen jetzt drehen am Rad. Wir kaufen nämlich alles leer. Und gucken mal, was es hier alles für wunderschöne Kostüme gibt. Ja. Und jetzt alles, was es hier gibt. Okay, was kriegen wir? Alles, wir haben alles, ne? Sollte alles gewesen sein. Okay. Blaue Kaffeesahne, okay, was? Kaltwasserbottich, bitte was? Leuchtturm, sieht nicht unbedingt krass aus wie ein Leuchtturm. Piratenschiff, cool, das ist ja richtig cool. Hellblauer Fisch, das ist auch ganz cool. Lila Fisch, ja, warum nicht? Kugelfisch, close enough. Flaschendeckel, okay. Und ein Wasserrad, what? Okay, interessant. Hier war die Auswahl von den Kostümen sehr interessant, muss ich zugeben. So, welches nehmen wir denn jetzt? Warte, bevor ich eins auswähle. Vollständig, juhu! Hat die ganze Welt komplett. Aber bevor ich eins auswähle, will ich kurz gucken, was war nochmal die nächste Welt? Oder was muss ich in der nächsten Welt machen nochmal? Was war das? Ich würde mich gerne in dieser Folge jetzt noch packen. Also hier dies reinpacken, die beiden Schnüffelchen und die Quests von ihm. Und dann war's das heute. Kurze Folge, ich weiß. Aber für mehr schaffen wir halt nicht. Wenn wir dann in der nächsten Folge jetzt, ja, Two-Player machen. So, aber ich will erstmal mein Outfit ändern und dann sehen wir uns gleich, wenn ich hier in den beiden Leveln die Schnüffelchen suche. Oh Leute, ich hab die ja schon alle. Oh, na dann brauche ich das ja gar nicht machen. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Quests machen und dann machen wir noch Lustlos Yoshi. Damit ich mich erst am Ende quälen muss. Und diesmal werde ich, denke ich, den Lustlos Yoshi auch reinschneiden. Mal gucken. So, ich habe mich hier für die Kaffeesahne entschieden, weil, weiß ich nicht. Ich dachte halt, war das Level so schön mit Sonneneffekten ist. Dachte mir so, ja, schöner Morgen mit Kaffee trinken, keine Ahnung. Ich brauche Utensilien, aber wo waren sie noch gleich? Ah ja, Lustlosstand. Los geht's. Ich benötige eine Krone. Was ein Froschkönig halt so trägt. Einfach mal ein Ei bewerfen. Ah, das weiß ich ja, wo das ist. Also bis gleich. Okay, Leute, bevor ich anfange. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wenn ich mich ducke. Oh, wenn ich mich ducke, es ist so cool. Oh mein Gott, ich liebe diese Kostüme einfach. So, erinnert euch ja, man kann hier nach hinten gehen. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Froschkrone, die wir jetzt leider abschießen müssen. Oh, okay, sie bleibt drauf. Der arme Frosch. Das wäre jetzt sehr blöd gewesen für den armen Frosch, wäre das jetzt nicht drauf geblieben. Ich kann nicht reden, ich bin einfach blöd. Ich kann nicht reden. Selbst wenn ich einen Buhn habe, kann ich immer noch nicht reden. Ich bin dumm. Aber wisst ihr ja, kennt mich ja. Hoffentlich. Weiß nicht. Nicht hoffentlich. Wäre auch immer. Jo, ich habe eine Krone. Dann gebe ich ihm meine Blume. Krasser Deal. Krone gegen Blume. Blumen zaubern einfach ein Lächeln aufs Gesicht. Ach ja, kannst du mir noch 7 Schwarzfußschafe geben? Davon gab es viele beim verdrehten Band, aber einige waren auch anders gefärbt. Einfach mal einem Ei bewerfen. Okay. 1, 2. Ui, krasses Versteck. 3. Oh, wait. Da ist noch einer. 4. Aha, ich wusste doch, du bist was Besonderes. 5. Denk nicht, ich sehe dich nicht. Die 6. Und das versteckte Schaf war das 7. Ja, Malle. Juhu. Da haben wir seine Schafe zurückgebracht. Ich denke mal, das sind seine. Sind seine? Ich habe sie auf jeden Fall gefunden. Und ich will jetzt meine Blume haben. Ich will meine Blume haben, okay? Und Wede gibt mir jetzt keine. Spaß. Juhu, danke schön. Hier. Geht doch. Yeah. Ich möchte noch einen Kürbis haben.
Merken, Kürbisse haben gerollte Ranken, dass sie von den Schnuffelchen helfen. Einfach mit einem Ei bewerfen. Guter Tipp, schätze ich mal. Ja, dann werde ich wohl danach suchen gehen. Ich habe mal wieder weitere 15 Minuten meines Lebens verschwendet, um diesen Kürbis zu übersehen. Ist das nicht super? Nein, das ist nicht. Ich kann auch sowas wirklich nicht im Internet nachgucken, weil man findet einfach nichts, wenn man noch sowas sucht. Sonst musst du vielleicht, weiß ich nicht, eine Stunde lang suchen. Vielleicht findest du dann irgendwas, weil YouTuber machen, also, weiß ich nicht, die Leute, die das Spiel jetzt playen, weiß ich nicht, die machen immer so komische Reihenfolgen. Und ich dachte mir so, ja, mache ich das jetzt so, dass ich das alles jetzt in eine Folge packe. Und by the way, habe ich die aus der ersten Welt die letzten Folge gemacht. Und ja. Was willst du noch? Ich will noch eine Tulpe haben. Eine hat sich bei anderen Blumen auf der Rückseite des gerollten Bands versteckt. Ja, ich weiß sogar, wo die ist, weil ich habe die sogar schon 50.000 Mal gesehen. Bis gleich. Da habe ich sie. Ganz einfach am Ende des Levels. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass beim letzten Mal bei dem Kürbis, der Tipp war ja bei den Pucci Pups, aber ich habe da ganz darauf orientiert bei denen, aber der Tipp hat mir nicht geholfen, sagen wir es so, das war irreführend für mich. Und ja, auch keine Ahnung, warum er die Tulpe wollte und jetzt nicht zum Beispiel so die Scheren, weil die Scheren waren so auffällig in diesem Level. Ich habe gedacht, der will die haben. Ich meine, im letzten Level wollte er auch die schwarzfüßigen Schafe haben und das war auffällig und das war auch gut, dass er die haben wollte. Aber ja, egal, dann haben wir hier zumindest alles. Und ja, dann machen wir noch das hier und dann gehen wir kurz hier Kostüme drehen und dann war's das für heute. Ja, yeah. Ich habe keine Lust. Aber hey, ich hoffe, ich kann das alles in eine kleine 20-Minuten-Folge packen. Weil letzte Folge war 37 Minuten und come on, das war schon lange, muss ich zugeben. Ich glaube, ich werde auch wirklich viel schneiden, weil ich so viel aufgenommen habe, wo ich einfach nichts mache. Warte, wie lange muss ich? 3 Minuten, ja gut. Es ist nachts. Okay, ich kann dir nochmal ein wenig den Modus erklären jetzt währenddessen. Man muss nämlich Geduld halten und dann kann man hier zielen. Was? Oh nein, nein, schnell, schnell, schnell. Da war irgendwas. Da war irgendein Laster. Da. Oh Gott, das ist ja richtig gemein. Das ist ja wirklich richtig gemein. Okay, ich muss mich nicht konzentrieren, deshalb kann ich nicht reden. Weg mit euch. Weg mit dir. Weg mit euch. Aber ich brauche keine Punkte. Heißt, ich muss einfach nur weg. Warte, ich kann noch rüberspringen auf die. Über die springen. Na komm. Ich brauche keine Punkte. Ich will einfach nur die ganzen Putti-Pups sammeln. Da habe ich einen. No, es ist der zweite. Oh nee, das wird so verdammt nervig, alle zu holen. Oh, wie süß der da auf dem Los-Los-Verschied ist. Ich werde einfach nur reinschneiden, wo die sind, glaube ich. Oh, das muss man treffen, da kriegt man nämlich richtig viele Punkte. Wenn man das Ding da oben trifft. Ne, das darf man nicht. Oh, da ist sogar einer drauf. Seht ihr das? Da ist einer drauf. Oh, krieg ich ihn? Wenn er da auf. Verdammt, ich bin langsam. Was macht ihr denn da? Halt doch mal stehen! Ja, es bringt eigentlich eh nichts, wenn ich den hab. Oh, ich bin so kacke in dem Modus, ich hasse diesen einfach. Habe ich ihn jetzt wirklich verpasst? Ist das dein Ernst? Ist das gerade dein... Super, ich habe einen. Geil. Und das ist der zweite. Wo der dritte ist, weiß ich. Und wo der erste ist, wahrscheinlich bei dem Laster oder so, weiß ich nicht. Oh Gott. Ich darf mich wieder quälen. Super. Absolut keine Lust darauf.
Okay, nice. Den ersten habe ich. Okay, zweiten habe ich auch. Bei diesen Schildern immer nur so einen kleinen Schlag machen, das ist ganz wichtig. Ach, verdammt, du bist es eh nicht. Oh Gott, nein. Weg davon. Einfach wegspringen. Da ist es. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich muss mich beeilen. Wenn ich ihn jetzt nicht bekomme, dann... Das ist so ärgerlich. Ja! Oh mein Gott, ich habe ihn. Schnell ins Ziel. 3 Minuten? Warum hat man hier 3 Minuten? Das ist viel zu viel. 2 Minuten, wenn dann, oder? Das Level ist doch jetzt zu Ende. Wieso jetzt das Ende, ne? Oh mein Gott, ich hab's in Second Try geschafft. Oh, ich bin so glücklich. Diese Dinger sind so nervig hier unten. Na gut, 2 Minuten sind doch schon... Doch nicht so... Doch nicht so wenig. Also doch nicht so... Ja, ihr wisst, was ich meine. 3 Minuten ist trotzdem zu viel. Aber ich hab's! Yay! Und damit, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ich hoffe, dann in der nächsten Folge, wo wir dann zusammen spielen, wird meine Stimme wieder ein wenig besser sein. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Yoshi's Super Cute Crafty World. Juhu! Wunderschöne Blumen überall! Hurra, alle Grinseblumen in Lososand gefunden!